Willkommen zurück in Fallout 4. Wir sind ja jetzt immer noch im Poseidon Reservoir. Genau, ich glaube, so hieß das. Wir haben ein paar Ghule erledigt. Nicht wahr, mein kleiner Dogmeat? Wir alle zusammen. Genau. Jetzt bin ich ja hier an so einer Werkbank. Und jetzt wollte ich mal schauen. Nein, in die Spinne wollte ich jetzt eigentlich nicht schauen. Ich wollte mal schauen, ob ich jetzt ein paar Dinge verwerten kann. Nein. Okay, hier komme ich raus. Ach, jetzt ist es auch gleich dunkel. Nick, Finger weg von meiner Power-Rüstung. So. Herstellen. Dann schaue ich mal, was ich alles verwerten könnte. Okay, das war's schon. Oh, verdammt. Moment. Die behalte ich mal. Mal ausprobieren. Bei Gelegenheit. Ist da was drin? Knusprige Eichhörnchen ein bisschen. So, wieder rein hier. Eigentlich bin ich ja auf dem Weg zum letzten Holoband von Ellie Winter. Aber irgendwie halten mich hier die ganzen Sachen immer auf. Geht doch mal weg. Lasst mich durch. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nein. Allerdings habe ich jetzt völlig vergessen, wo ich schon war und wo noch nicht. Wow. In den Popo. Nein, Spaß. Oh, wartet mal. Ich probiere mal die kleine Waffe aus. Da die 44 mm hier. Die hier. 44 mm? Dogmeat? Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Scheint gar nicht so verkehrt zu sein. Tischventilator, sehr gut. Na, nimmst du die Tasse? Entsperren. Ups. Wie schön. Ja, die Kamera hat auch Komponenten, die ich gebrauchen könnte. Sonst wäre die nicht markiert. Ah, okay. Ein Teil eines Armes oder so. Ja. Okay, ist sonst noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus. Komme ich hier durch? Nö. Hey, wieso komme ich hier nicht durch? Irgendwo muss es ein Terminal geben. Okay, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Nick, kannst du noch was nehmen, bitte? Hast du was auf dem Herzen? Oh, ich bin aber ganz schön überladen. Das ist nicht gut. Hier nehmen wir noch ein bisschen was zum Anziehen. Ne, wartet mal. So. Kampfrüstung befestigend. Ah, okay. Ah, jetzt weiß ich, was Blooddeath meint. In den Kommentaren. Okay. So, habe ich jetzt noch irgendwas, was er nehmen könnte?
lassen? Okay, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Also hier hin? Muss ich die Treppe vielleicht wieder hoch? Weil hier ist ja nichts, ne? Hier war ja nichts weiter, außer die Bank, die Werkbank. Vielleicht sollte ich auch mal nach oben gucken. Wartet mal, ich mach mal Licht an. Nein, da ist nichts. Wow, Nick. Ja genau, geh mal zur Seite. Sonst muss ich dich leider mit meiner Powerrüstung zerquetschen. So, hier ist wieder der Ausgang. Ach, hat dieser Terminal was damit zu tun? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ah, okay. Willkommen bei Termlink von Rocco Industries. Wasserspeicher von Poseidon Energy. Kinderbesuchstag. Nachricht gesendet am 22. Oktober 2077 an gesamtes Personal. Wir möchten Sie daran erinnern, dass morgen unser Kinderbesuchstag ist. Obwohl es laut Protokoll nicht gestattet ist, Kinder mit ins Werk zu bringen, lassen wir in diesem Jahr jeweils 2 Kinder für eine kurze Erführung hinein. Wenn Sie teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das Formular neben dem Haupteingang aus. Falls Sie mehr als 2 Kinder haben, aber trotzdem bei der Führung mitmachen möchten, stehen draußen Aufsichtspersonen bereit, passen Sie auf sich auf. Die Geschäftsleitung. Wasserspeicherstatus. Fehler 267, Datum 23. Oktober 2077. Fehlerfunktion der Wasserspeicherpumpstation. Automatische Notabschaltung eingeleitet. Automatische Notabschaltung abgeschlossen. Wenden Sie sich umgehend an den Betriebsleiter. Fehler 267. Datenbank offline. Datenbanknetzwerk, Status offline, Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen und Sicherheitstürsteuerung. Sehr schön. MaxLock, Sicherheitstürsteuerinterface, Status verriegelt. Tür öffnen. Sicherheitstürschloss freigegeben, Türen werden geöffnet. Ja, da ist die aufgegangen. Sehr schön. Und jetzt will ich wieder runter. Nein, hier geht's runter. Stimpaks. Okay, da ist nichts weiter. Wow. Wie geil. Wartet mal. Licht aus. Ich versuche zu lernen, meine Lieben, ja? Ja. Hallo? Ich bin hier oben. Huli. Sollte nicht lang dauern. Ups. Was war das denn? Jetzt hat er Zuckung. Mann, Mann, Mann. Schön, dass ihr jetzt vor mir steht. Ja, ich kann auch gerne zugucken. Ihr macht das schon. Hast du Stims? Doch, Nick ist verwundet. Oh. Der hat eine Haarklammer schon drin. Wow. Ja, wenn es nicht anders geht. Gute Nacht. Oh. Wow. Du bist mir ein bisschen zu nah. Hau ab. Wo kommst du denn her? Mann, ist hier wieder was los. Nimm das! Oh, das hast du geschafft, Nick. Mann, du bist so gut. Du bist sowas von gut.
Dogmeat, geht's dir wieder gut? Na, Fleischdose? Verstrahltes Blut, nukleares Material und ein Malpinsel. Naja, so dolle war es ja nun nicht, ne? Warum bin ich eigentlich nicht gerade hier hochgesprungen? Ja, auf so eine Ideen komme ich immer nicht. Okay, hier komme ich nicht durch. Hier ist eine Laborwerkstatt. Bohrkorken. Patronen, Scharfschützengewehr, Kampfrüstung. Oh! Ach ja, ich habe ja einen Schlüssel gefunden in der letzten Folge. Revex, Railway, Stimpack, Psycho, Impulsgranate, Impulsmine, Patronen, Klebeband. Wunderbar! Okay. Ich möchte gerne durch, ihr Lieben. So, anscheinend ist hier nichts weiter. Gut. Dann schaue ich mal, ist es jetzt irgendwie abgeschlossen? Ja, sieht gut aus. Okay, meine Lieben, es tut mir leid, aber anscheinend ist hier irgendwie gerade ein bisschen was schiefgelaufen während meiner Aufnahme. Ich musste es leider heute ein bisschen schneiden, das Video. Das brauche ich in der Regel nicht zu tun. Okay, sei es drum. Irgendjemand ballert da oben. Ich werde mal doch wieder meine Waffe wechseln. Ja, nehme ich das Radiumgewehr. Ich habe immer noch genug Patronen dafür. Also Munition. Wow. Wow. Das. Also manchmal mag ich diese. Wow. Ein Momento, ein Momento. Das haben wir gleich. Oder auch nicht. Ich brauche eine andere Waffe. Was nehme ich denn? Kampfgewehr? Komm schon, Baby, komm. So, dich habe ich schon gelootet. Geh weg von mir. So, aber hier war doch noch was, oder? Bin ich etwa schon angekommen? Sieht fast so aus. Da draußen ist was. Ja, ich sehe es. Okay. Das waren aber nicht alle, oder? Ja, das kannst du laut sagen, ne? Wenn man in den Kopf geschossen wird. Jeder überlebte Kampf. Also so ein Kronkorkenring finde ich ja richtig gut. Abnehmen? Hier schönes. Ach komm, nehmen wir mit. Ein bisschen Jet. Moment jetzt. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Wo war denn jetzt hier eine Falle? Dich habe ich doch, oder? Ja.
bisschen Öl. Du musstest unbedingt den Helden spielen, was? Ja, ich bin auch der Held. Ach, hier ist die Falle. Okay. Ah, kommt man von da rauf? Nee. Sah so aus gerade. Ach was, da steht eine Power-Rüstung. Wartet mal, Leute. Quatsch, Licht aus. Was? Ich kann nicht stehen, solange ich in der Power-Rüstung bin? Ach, hör doch auf jetzt. Einfach auf, Arschloch! Okay, ich versuche jetzt mal zu stehlen. Keine Ahnung, was hier heute los ist. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Wieso? Ich trage doch gar keine Power-Rüstung. Wartet mal, wieso trage ich denn... Ja, okay, ich verstehe. Ach komm. So, den Rest kannst du. Du lebst noch, Mann, oh Mann. Nick? Hey! Schieß los! Hier. Nimm sie dir. Warte. Es einfach weglaufen sollen. Geh dorthin. Gern doch. Nee. Glaub, da komme ich nicht ran. Was? Na klar doch. Bitteschön. Ah, manchmal ist das alles ganz schön anstrengend hier. Jetzt verreck endlich. Wow, Nick, machst du Licht? Ah. Du verrätst uns doch noch. Unfassbar, der Mann. Ich nehme das Sturmgewehr. So, und wo quatscht dieser Typ die ganze Zeit? Oh, guck mal, hier ist eine Falle. Nein, ich bin noch nicht müde. Ich wüsste nur gerne, wo der ist. Oh, ein Fusionskern. Hallo, ich will da ran. Ach, da oben kommt man rein. Alles klar. Beziehungsweise hoch. Hä? Moment. Ach, da ist eine Tür. Da ist nichts drin. Da ist ein Brahmin. Hey, geht's dir gut? Ich hab dich gesehen. Oh, Raketenwerfer hat er gehabt. Na, sag er mal an. Ah,
Glas brauche ich eigentlich nicht wirklich, glaube ich, aber... Gut. Ach doch, komm, wartet mal. Nick, du erschreckst mich. Wie kommt man denn jetzt darauf? Ja, sollte ich vielleicht... Wartet mal. Ach nee, hier kann ich ja nichts reinpacken. Aha. Ich dachte gerade, ich könnte dort jetzt hier meine Sachen wieder reinpacken, um die abholen zu lassen. Wie kommt man jetzt darauf? Hat einer eine Idee? Da ist eine Leiter. Ach, von der anderen Seite vielleicht? Aber ich brauche jetzt irgendwie einen Behälter. Dogbeat? Was ist? Was ist denn? Ich hänge. Oh. Meine Güte, was mache ich bloß heute? Ja, Dogbeat, ich komme. Warte, ich bin nicht so schnell. Was ist? Ach, ein Safe! Dankeschön, mein Großer. Klingeln einmal. Ding. Gut, dann lasse ich jetzt mal hier meine ganzen Sachen rein. Gut, erstmal den ganzen Schrott natürlich. Die Mods. Kleidung. Ah, ich habe wieder viel zu viel Müll eingesammelt. Aber das kennt man ja nicht anders. Ach so. Ah, ich habe ein Level up. Okay, okay, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Verstrahltes Blut. Nicht. Die Menschenfleisch? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Was? Merlockfleisch 38? Oha. Ist ja kein Wunder, dass ich so schwer bin. Waffen. Das. Ja, die sind zum Verwerten sehr gut. Rohrzange kann natürlich auch weg. Okay. Aufgepasst. Ja, ich mach dich jetzt auch leer, ne, mein Kleiner? So, Waffen. Kleidung. Und Schrott. So, ein Teddy nehme ich dir weg, Dogmeat. Den anderen kannst du behalten. Transfer. So, jetzt hatte ich Waffen. Ja, sie packe ich jetzt mal weg. Genau. Die benutze ich sowieso nie. Die Impulsminen da. Die habe ich gemeint. Genau.
Splittergranaten wird die. Ja, genau. Ich sollte auch mal hier diese Artillerie-Rauchgranaten verwenden. Ich denke an sowas immer gar nicht. Zu meiner Schande. So, und dann jetzt den ganzen Schrott noch. Ja, es tut mir leid. Es dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen. So. Nick? Komm mal her, du. Hallo. Aufgepasst. Ich höre dir aufmerksam zu. Suchst du was? Ja, die Waffen kannst du behalten. Und den ganzen Schrott, den nehme ich natürlich auch weg. Und dann sind wir alle wieder etwas leerer. Das ist gut. Für die nächste Mission. Immer noch auf der Suche nach dem Holoband. So. So, Kleidung hatte ich vor allem, ne? Genau. Und Schrott. Vielleicht haben wir es geschafft. Ich gebe mir schon große Mühe, schnell zu sein, aber irgendwie ist mein Finger nicht so schnell. So, okay. Und jetzt bei Diverses. Haben wir hier diese schönen Teile. Und Starlight Driven. Genau. Ah, nicht runterfallen. Gut. Ach, hier ist noch ein Koffer. Ah, das Outfit lasse ich jetzt drin. Okay, es sieht so aus, als wäre ich bald da. Da qualmt es irgendwie ganz schön fett. So, mein Licht ist aus. Okay, das ist nur Valentine. Gut, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.